Moinsen, der Stefan ist hier. Herzlich willkommen bei Happy Camping und oder so. Also manchmal kriegen wir ja den Vorwurf, dass wir nur diese riesen Wohnwagen immer wieder abfüllen für 60, 70, 80.000 Euro. Ja, haben wir auch schon gemacht, weil sind auch geil. Also so, zum Träumen finde ich die immer wieder super. Aber jetzt sind wir heute bei LMC, auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Und jetzt haben wir was entdeckt, nämlich den Melli, wie heißt er? Der Exquisit VIP 695. Und da haben wir gesagt, ey, VIP, ey, der ist für uns gebaut. Und der kostet auch nur 40.000 Scheine. Also nur. Das war uns da bitte richtig verstehen. Das ist wahnsinnig viel Geld. Die habe ich nie. Kriege ich in 10 Jahren nicht zusammen. Aber es ist auch unfassbar viel Wohnwagen. Nämlich eine Gesamtlänge über 9,40 Meter. Aber pass auf, ganz entspannt. Da werfen wir jetzt erstmal von da nach da. Von da nach da. 25 Blicke drauf. Sei dabei. Oh ja. Sind wir ja so ein bisschen auf dem Wege, ja, so Reiseblogger zu werden. Wenn das aber sein sollen würde, liebe Firma LMC, dann stellt uns dieses Gerät, weil wir sitzen da schon gedanklich drinne. Und zwar, das sehen wir jetzt gleich, wenn wir uns mal diesen Blick auf unser Datenblatt schmeißen, ja, zum Faktencheck. Wir sehen uns schon in einem Wohnwagen, der eine Gesamtbreite von über 2,50 Meter hat, 2,52 genau genommen. Das ist schon echt ein ganz schöner Klopper, der Masse Fahrbereit 1931 hat und zudem kannst du dann auch 269 Kilo zuladen, sodass du bei der technisch zulässigen Gesamtmasse bei 2,2 Tonnen bist. Wow, das ist doch schon mal, ich sag mal, eine Ansage, die könnte ich, Melli, die kann ich noch ziehen, kann ich noch. Wow, und jetzt sehen, pass auf, jetzt sehen wir hier, ja, Bett, Chili, Vanille Ecke und hier ist dann unsere Arbeitsecke. Da schreiben wir dann unsere Blogbeiträge. Ja, genau, ja, ich würde den ganzen Tag da abgammeln und Fernsehen gucken, der ist nämlich da. So, was haben wir noch alles? Du musst dir eins natürlich vor Augen halten, das ist ein Doppelachser und weißt du was, bevor ich dir das alles erzähle, werfen wir doch so weit es uns möglich ist, mal ein, zwei Blicke von draußen drauf und wir fangen an, vorne an der Front. Jetzt haben das natürlich die Kollegen von der Firma VIP, die fast gesagt, LMC, so gebaut. Also ich würde reinkommen, aber dann ist kein Platz mehr für die Kamera. Das ist natürlich doof. Was aber auch von hier echt cool zu sehen ist, zum einen, ich finde diese Bugscheibe, die finde ich so stylisch. Ja, sieht man das? Die ist so schwarz getönt und die ist echt so, die formt, also der schmiegt sich so ein. Super, schöne Griffe. Und dann hast du natürlich eine Alco-Anti-Schlingerkupplung. Das siehst du jetzt leider überhaupt nicht, weil ich weiß auch nicht, da haben die halt ihr Büro drauf gebaut. Vielleicht setzen sie sich den ganzen Tag da oben drauf, das mag sein. Dann, und das finde ich super, ja, hast du zum einen eine Gasaußenklasse. Die ist klasse, diese Klappe. Für die sich denken, wofür ist denn das? Naja, weißt du, du hast jetzt drinnen deine Gaspullen stehen, willst du draußen aber grillen. Ja, normalerweise musst du die Gaspulle immer rausruppen. Das ist natürlich kacke. Und so schließt du deinen Kadak, Weber, whatever einfach hier an. Das ist super bequem. Das mag ich, habe ich nicht. Hätte ich aber auch gerne. Ja, ich habe nicht so viel. Dann hast du eine TV-Außendose, multifunktional, natürlich mit 230 Volt, mit Antenne und 12 Volt, supidupi und dann siehst du einmal Hammerschlagblech und was du auch siehst, und das finde ich, das habe ich bei, ich weiß es nicht mehr, wo wir Anfang der Woche waren, auch schon gesagt, dieses komplett über die ganze Länge laufende LED-Band, das macht ein super schönes Licht und wenn du dann abends im Vorzelt sitzt, ey, ich glaube, das ist richtig cool, richtig schön. Übrigens richtig schön ist auch dieses große Fenster. Ja. Aber das gucken wir uns dann gleich von drinnen mal genauer an. Dann haben wir hier den Stromzugang. Und wir haben, das hatte ich ja vorhin schon kurz angekündigt, hier einen Doppelachser. Bei 9 Meter und Wohnwagen ist Doppelachser irgendwo auch sicherlich sinnvoll. Und jetzt gehen wir weiter, Melanie. Und wenn man vorne anfängt, über die Seite weiterführt, dann muss man auch ins Licht blicken. Und wenn man das getan hat, vollkommen hell erleuchtet einmal hinten sich das Heck in Augenschein nehmen. Das ist übrigens auch gar nicht, steht überall VIP drauf, damit die anderen auch gleich wissen, ey, da fährt ein ziemlich abgefahren wichtiger Typ. Zeitlos, schöner Popo, schöne Stoßfänger. Ich finde tatsächlich das hier ganz, das ist cool. Geil. Ja. Statt solcher Rangiergriffe hat man hier so eine ganze Rangierstange. Ja. Das finde ich tatsächlich sehr schön. Und man kann theoretisch sogar noch ein Handtuch drüber hängen zum Trocknen. Das kann man machen. Oder aber ja eine ganz andere Verwendungsmöglichkeit, wenn man die abnehmen könnte. Man so mit Stange, ey, das ist so schön im Urlaub. Das ist auch geil. Aber pass auf, wir sind nicht im Urlaub, wir sind hier auf der Arbeit. Wir haben hier so viele Stühle hier hingestellt. Und dann gehen wir einfach mal rein. Oh, Alter, das ist geil. Die Tür, die haben wir übrigens vorhin schon beim anderen LMC gesehen, ist glaube ich sogar die gleiche, ist nicht teilbar. Du hast aber ein Fenster, Ablagemöglichkeiten und
einen Müllkorb. Jetzt, pst, rein geht es. So, pass auf. Nicht so laut, Stefan, nicht so laut. Hier liegt erst nochmal, das ist wie beim Onkel Doktor. Ja, Zunge raus. Was liegt das hier? So, was fällt mir auf? Wir fangen wieder hinten an, Melanie, wenn du einmal so rumgeschwenkert hast. Zum einen sehe ich hier und ich spüre sogar, ich glaube, das ist Leder. Und ich rieche es. Gut, wenn du sagst, du riechst es, dann wird es so sein, dann ist das bestimmt eine Ledercouch. Es ist übrigens ein Zwei-Personen-Reisewohnwagen, wobei ich jetzt sage, so durch kleine Städte in der Toskana wirst du mit fast 10 Meter Wohnwagen nicht kommen. Das ist eher so, ich cruise irgendwo hin und bleib dann da stehen. Und genieße mein Dasein in dieser echt, die ist schon bequem, also wirklich. Die ist wirklich bequem. Sie riecht, also jetzt riecht sogar Geruch, ich. Also, dann bleiben wir aber nicht dabei, weil ihr könnt das ja nicht riechen. Wir schauen uns die Sachen an, die man sich anschauen kann. Wir haben hier oben wieder Stauraumklappen. Muss ich mal gucken, wie ich die aufmache, nicht, dass ich es kaputt mache. Da hat er sogar die Kamera gedacht, wo ist das schön, da gehe ich aus, vor lauter Schreck. Machen wir sie wieder an. Los, auf geht's, Kamera, arbeite mit uns. So, hier haben wir die Stauraumklappen, ja. Und wir sehen, das ist einmal lackbeschichtet. Das ist natürlich gediegen, oder? Das ist jetzt vielleicht nicht so für den 22-Jährigen, aber der wird wahrscheinlich auch nicht mit 10 Meter Wohnwagen durch die Gegend fahren wollen. Von daher ist das sicherlich eher zielgruppenkonform. Was ich ganz schön finde, hier hinten diese hinterleuchteten, ja, wie sagt man dazu, Accessoires. Du hast einmal komplett obenrum noch LED-Spots und vor allem das große Heki direkt über dem Sitz oder über der S-Ecke, dass sie einfach auch vernünftig bei Tageslicht, zumindest wenn es hell draußen ist, frühstücken, Abendessen, Mittagessen kannst. Apropos Mittagessen, das muss ja irgendjemand zubereiten. Das macht manchmal die Frau, manchmal der Mann, mittlerweile auch diverse. Aber auf jeden Fall machen sie es hier. Und zwar in der Küche. Und die hat natürlich so ein, zwei kleine Besonderheiten. Wir fangen mal mit den Sachen an, die wir kennen. Ein Waschbecken. Das ist das. Was ist denn das? Was ist das, Melanie? Ich glaube, da kann man dann so Müll reintun, wenn du geschnippelt hast. Aha. Ich kann mir fast vorstellen, aber das weiß ich nicht, das ist eine Vermutung, dass es vielleicht hierfür ein passendes Brett gibt oder du kannst dir hier so ein Brett drüberlegen. Dann kannst du das direkt reinmachen. Und dann vermute ich, man kann es rausnehmen und dann kannst du den Müll direkt mitnehmen. Aha. Da sind Wasseranschlüsse. Ja. Gut, ich meine, die müssen ja auch da sein, sonst würde ja oben aus dem Arm. Oder nein, guck mal, da kommen die Spülutensilien rein. Der Schwamm. Aha, naja, von mir aus. Abspülen tue ich tatsächlich nicht so gerne, deswegen mache ich das auch sofort wieder zu. Aber was ich total gerne tue, ist kochen. So, damit man aber erstmal ein paar Lebensmittel mit auf die Reise nimmt, hast du hier ein großes Fach zumachen. Dann hast du hier die großen Schubladen, die tatsächlich echt, die laufen wertig, die fühlen sich gut an. Und sie haben Softclaws. Ich gucke, hier oben Besteck und darüber hinaus die Gasabsperr- und Aufsperrhähne und hier unten noch ein kleines Schubfach. Und jetzt aber, jetzt kommt die Besonderheit, die ich gerade angesprochen habe. Schau mal. Wow! Dreimal Gas, einmal Strom. Und ich finde ja das hier mega cool, das ist dieses cool. Gusseiserne. Ja, kann man das hochnehmen zum Putzen? Ja, das nimmst du dann einfach hoch, dass du auch mal einmal rüberfeudeln kannst. Vier Flammen, also respektive drei Flammen, einen Plattenherd. Da kann man schon akkurat einen vorherkochen. Und wenn das nicht reicht und du sagst, ah, ich würde aber auch ganz gerne noch irgendwie ein bisschen Backofen benutzen, ja, dann tu das auch einfach. Hast du nämlich zum einen Backofen und zum anderen noch einen Grill. Grill. Geil, oder? Richtig cool. Zwei Klappen haben ja viele von uns zu Hause nicht. Ich nicht. Und hier hat man noch die Möglichkeit, ein bisschen was abzustellen, wenn man dann hier irgendwie schnippelt. Das finde ich auch ganz gut, weil sonst finde ich, ist hier wirklich ein bisschen wenig Schnippelfläche. Das stimmt. Aber apropos Schnippelfläche, Sachen, die frisch sind, die müssen auch frisch bleiben. Dafür haben wir einmal Dometic, großer Kühlschrank. Sehr schön. Der 8er Serie mit dem großen Eisfach. Da kriegst du eine Menge rein und ich bin mir ganz sicher auch eine Menge mit. So, apropos mit, hier unten noch ein Schaufach. Also Platz hast du für zwei Personen, sage ich mal, mehr als genug. Übrigens, natürlich hast du auch Platz, wenn wir jetzt in unsere Arbeitsfläche, hätte ich fast gesagt, eigentlich in unser Arbeitszimmer gehen. Ja, da hast hier oben so eine, macht man die, kann man die aufmachen? Ja, sicher, guck mal. So eine Vitrine mit. Muss ich schon wieder sagen, das finde ich ziemlich geil, dass das beleuchtet. Da steht. Ja. Das ist schon nah an Porno. Ja, hier nochmal Staufach. Und hier ist dann unsere Arbeitsfläche, die man übrigens auch durch Absenken des Tisches zu einem Bett machen kann. So, auch Leder. Und jetzt sehe ich mich hier schon meine tollen Vlogs und Blogs bearbeiten und schreiben.
Ja, genau. Ja, glaube ich nicht. Aber man kann hier schön sitzen. Ist geil, ich finde es super. Aber wenn, Melanie, dann auf jeden Fall genau in diesem Arrangement. Diese Plastepflanze, dieses tolle Bild, dass Menschen immer Steine fotografieren müssen. Weil sie Menschen nicht mögen, müssen sie Steine fotografieren. Weil Steine sind okay. So, große Garderobe, großer Spiegel und wieder einmal für Papa, Mama und wenn ein Kind mitreißt, das dann ganz da unten. Übrigens, apropos ganz unten, unterhalb finden wir natürlich Stauraum. Sieht man jetzt ganz schlecht, aber da ist leer, da kannst du was reinpacken, das Ganze dort dann auch. So, was haben wir hier? Hier haben wir, das ist abgefahren, ist das eine Steckdose? Ja. Dann ist das aber keine deutsche. Nee. Was ich auch noch zeigen möchte, ist genau, der Fernsehhalter, um halt in der Chill-Ecke, da wo wir am Anfang saßen, die große U-Sitzgruppe, um da den Fernseher, den kann man ja umdrehen, dann kannst du da sitzen und Fernsehen gucken. Oder beim Kochen. Beim Kochen, ja genau, was willst du gucken? So, Badezimmer. Badezimmer, und jetzt sehe ich wieder ein Highlight für mich. So, ich setze mich nicht hin, sonst mache ich das kaputt. Aber guck mal hier rum, Melanie. Große Dusche, wow, mit Oberlicht und auch da unten die Möglichkeit, sich beim Duschen hinzusetzen. Das mache ich nämlich ganz gerne. Immer dann, wenn es geht. Geht so selten. Richtiges, komplette, abgeschlossene Duschkabine. Und dann hier, kleiner Waschtisch. Bisschen Ablagemöglichkeit, etwas mehr Ablagemöglichkeit. Lichtschalter, hip hip hurra und eine Dometic, wenn ich mich nicht alles täuscht. Kassettentoilette, ja ganz genau. Super. Achso, apropos super, wo, hier ist dann auch der Steckdosenplatz. Steckdose. Sehr schön. Zu, weiter. Und jetzt bearbeiten wir uns, wir bearbeiten nicht uns, sondern wir arbeiten uns nach hinten durch, kommen dabei auch noch mal ganz kurz vorbei, zum einen am großen Kleiderschrank. Oh, der ist echt cool. Hier sehen wir die Sattschüssel, das ist hier das Unterteil von der Sattschüssel. Dann hier haben wir hier die Fernsehverlegung. Wir haben hier einmal die Elektronik drin und wir haben hier unten einmal die Truma-Heizung. Und da bin ich jetzt gerade irritiert. Da weiß ich nicht, ob das jetzt auch so der Originalzustand ist, wenn ich mir den kaufe. Weil, was sehe ich? Ich sehe nur die Möglichkeit, die Wärme zu regulieren. Ah, super, Melli. Hier oben habe ich jetzt die Möglichkeit, auch die Umluft anzuschalten. Das wäre auch Quatsch. Das wäre in so einem großen Wohnwagen super Quatsch. Was ich nicht Quatsch finde, ist hier nochmal ein Oberlicht und auch direkt über dem Bett nochmal ein Oberlicht. Und das Bett, da habe ich mich ja tatsächlich in den letzten Tagen so ein bisschen drin verliebt. Jetzt nicht nur in dieses hier, aber in diese Art des Bettes, was nämlich von beiden Seiten zugänglich ist. Das ist schon schön, ist das. Also man kann, also ich... Muss halt keiner über einen anderen rutschen. Und hast hier natürlich auch die Möglichkeit, ah, da musst du da oben dann drauf drücken. Ja, hier einmal. So, und kannst hier zumachen und hast dann ein richtiges Schlafzimmer. Das ist cool, oder? Und in diesem Schlafzimmer findest du natürlich noch eine weitere Möglichkeit, einen Fernseher anzubringen. Ja, TV-Platz vorbereiten mit schwenkbarer TV-Halterung. Hier hast du einen Lichtschalter. Dann hast du natürlich hier auch nochmal am Bett Lichtschalter. Steckdosen sind vorbereitet. Hier ganz viel Platz. Hier oben ganz viel Platz. Und mutmaßlich auch unterm Bett noch eine ganze Menge Platz, obwohl hier auch schon ein Teppich reingeschmissen wurde. Das ist ein großer Platz. Also, ganz im Ernst, wenn du mit zwei Leuten auf fast 10 Meter Wohnwagen unterwegs bist und dann anfängst zu sagen, ach, ich weiß überhaupt nicht, wohin mit den ganzen Sachen, dann solltest du vielleicht auch nochmal grundsätzlich dein Leben überdenken, weil ich behaupte, wenn man mit zwei Leuten in diesen Wohnwagen auf Reisen geht, da kriegst du alles unter, was du mitnehmen willst. Melli, wie gefällt dir die? Ich finde den richtig cool. Ich würde nochmal dann tatsächlich für mich gucken, ob es ein anderes Dekor gibt, weil das ist jetzt so... Schon sehr klassisch. Es ist sehr klassisch, genau, aber... du bist aber auch noch so ein junger Hüpfer. Da gehe ich davon aus, dass es das gibt und die Aufteilung finde ich bombastisch. Also, ne, hier so Blogger-Lifestyle in diesem Wohnwagen, ich bin dabei. Alles klar. Na gut, dann sollten wir zusehen, dass wir noch ganz, ganz schnell weitere Videos in diese kleine Kamera reinsprechen, weil sonst wird das mit Blogger-Lifestyle leider nichts. Und deswegen sagen wir jetzt auch an dieser Stelle, super cool, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns durch diesen ganz schön großen LMC zu rennen. Und dann sind wir weg sind wir und sagen bis zum